Lala, das ist der Will. Heute zum Thema Crié, Crétin, Crouton. Live bei uns im Folium, Michel Kalt. Und da ist er, Ihre Gastgeber direkt aus dem Homeoffice, der Dominik Deville. So, da bin ich. Guten Abend miteinander. Hallo, danke mal. Ja, danke. Guten Abend. Herzlich willkommen daheim in den bequemen Fernsehsesseln und natürlich auch hier im Folium. 89.400. Das ist die Zahl, die das Bundesamt für Statistik anfangs Woche verkündet hat. Und bevor ihr jetzt daheim schon ausrufen könnt, da kann ich Ihnen sagen, Covid ist vorbei. Das ist jetzt vorbei. Ja, das sind keine Fallzahlen, ja. 89.400, das sind keine Fallzahlen, sondern wenn schon Balzzahlen. 2021 hat es in der Schweiz 89.400 Geburten gegeben. Und da sind dem Federer seine Kinder noch nicht einmal mitzählen. Ja? Ja, man merkt aber langsam, seit Benissimo nicht mehr läuft am Samstagabend, haben Frau und Herr Schweizer endlich wieder Zeit für Sex. Also so richtigen Sex, nicht der biedere Benissimo-Telefonsex. Guten Abend, Frau Schlegel. Guten Abend. Sind Sie froh, dass ich anrufe? Wahnsinnig, ja. Nein, die Gründe für den Geburtenanstieg sind natürlich eher bei der Pandemie zu suchen. Wirklich wahr? So sind laut Statistik die meisten Kinder während der Lockdown-Woche gezeugt worden. Also von Netflix zur Sexlust ist es also gar nicht so ein weiter Weg, wie viele behaupten. Übrigens hat es so viele Babys gegeben, wie schon seit 1972 mehr. Jetzt muss ich ein bisschen zurückrechnen. Das heisst ja, dass 1971 nicht eine Pandemie war. Was war denn da, wo Herr und Frau Schweizer näher zueinander gebracht hat? Ach klar, Frauenstimmrecht natürlich, ist ja klar. Ja? Sie haben jemanden sagen, Feminismus und Gleichstellung sind nicht sexy. Gar nicht so ein gutes Lied auf Bestrebungen nach Gleichstellung singen kann die grünliberale Nationalrätin Katrin Bertschi. Oder besser gesagt, auf den Mutterschaftsschutz. Das Bundesgericht hat diese Woche entschieden, dass die Nationalrätin ihren Mutterschaftsurlaub abgebrochen hat, weil sie 2019 ihr Abstimmungsrecht im Parlament wahrgenommen hat. Und aus diesem Grund müsse die Nationalrätin wirklich jetzt ihr Mutterschaftstaggeld zurückzahlen. Es heisst also, Mami-Parlamentarierinnen müssen den Mutterschaftsurlaub zum Abstimmen abbrechen. Papi-Parlamentarier hingegen dürfen ihren Vaterschaftsurlaub tageweise unterbrechen. Gleichstellung meint dazu, es ist zum Erbrechen. Das ist völlig falsch. Man müsste wirklich Anreize schaffen, um frische Mütter frühzeitig ins Parlament zurückzuholen. Wie könnte man machen? Wie könnte man das machen? Zum Beispiel mit einer Baby-Namensabstimmung. Ja, das ist ja mega schwierig. Wie soll mein Kind heißen? Emilia Lina, ist das gut so? Ja, nein. Weil es ist aber wichtig, Mütter im Parlament anwesend zu haben. Bei all diesen Schnuddergaufen im Anzug, die nicht zulassen können. Ja? Schauen wir jetzt die Nationalrätin Bertschi. Schauen wir mal, wie die den Mutterblick schon gut drauf hat. Zweitens, Bestpreis garantieren lassen sich innovativ umgehen. Die Regel hier ist nämlich, ja, wir fassen zusammen. Das Bundesgericht hat also entschieden, dass Abstimmen in Bern als volle Erwerbstätigkeit gilt. Man wird also zahlt, wenn man ab und zu auf einen roten Knopf drückt. Das darf aber der Putin nie erfahren. Bitte schön. Und wer jetzt ausruft, gibt sowieso zu viele Kinder und Kinder sind überbewertet, sind wir doch mal ehrlich. Kinder sind unsere einzige Chance, dass die Welt in den nächsten 50 Jahren nicht an den Arsch geht. Das werden nämlich weder Sie daheim noch ich und nein, ganz sicher auch nicht der Typ hier verhindern können. Kinder hingegen haben immer eine sehr gute Problemlösung am Start. Du, ich habe gelesen, es ist jetzt ein Bandi unterwegs in der Schweiz und die sprengen die Bankomat. Weißt du, was ein Bankomat ist, Elias? Spargut. Wie sprengen die denn? Was braucht es zum Sprengen? Da muss man das anziehen, dann zündet es und dann explodiert der Kasten einfach. Das? Biu, 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 biu. Bam! Wow, das war mega laut. Ui. Nein, noch lauter. Bam! Oh, Jesus Gott. Wie viel Geld ist dort in diesem Bankomat? 100. 6'000. 100'000 Milliarden. Und zum Beispiel, was könnte man damit kaufen, was alles dort drin ist? Ein Spielzeug.
Was für Zeug? Das Spielzeug. Spielzeug? Wenn ihr jetzt Detektiv werdet von der Polizei, wie würdet ihr die suchen? Die Kamera anbringen. Okay. Wird das einfach nur, das Kamera wird auch nur gesprengt. Oh ja, wie hoch müssten die sein, die Kamera, dass die nicht gesprengt wird? Ganz einfach oben. Ja, aber dann der Kasten explodiert hier und der kommt dann auch dick. Und das, man soll das besser ganz oben machen, nicht auf. Nein, ich meine, weißt du, ganz oben auf. Also, ja, das war ja. Und das reicht dann? Ja. Dann habe ich noch etwas gelesen. Zucker, wer hat gerne Zucker von euch? Weißt du, was sie jetzt machen wollen? Sie wollen bei all diesen Getränken viel weniger Zucker in die Getränke hinein tun. Dass der Zucker. Aber ist Zucker gesund? Also, ein bisschen Zucker kann man am Tag schon ein bisschen essen. Oder wir könnten den Zucker, den man rausnimmt, könnte man etwas anderes wieder rein tun. Was würdet ihr rein tun? Vielleicht Kohlensäure. Erdbeer, Himbeere. Blaubeere, Fanta und Marmelade, Schokolade, warme Schokolade. Aufstrich, Aufstrich. Das kann man doch nicht trinken. Was ist das? Ein Aufstrich. Ja, das macht man aus Brot. Ja, dann tut man halt zu Flasche essen. In der Zeitung ist im Fall gestanden, dass an gewissen Orten in der Schweiz der Wolf frei rumläuft. Und fändet ihr das cool, wenn der dann hier ein Wolf vielleicht hier im Park umeinander ist? Ja, zeig dir mal, wie findet ihr das? Ja, aber wo soll denn der Wolf durchlaufen? Was macht man denn mit dem? Ich könnte mal ein grosses Cake für ihn bauen. Und dann ist der gerne dort drin? Nein, aber manchmal wird er rausgelassen. Aber dann wird er keine Hühner essen. Aber wieso tut er draußen keine Hühner essen, wenn man ihn mal rauslässt? Dass es wie einen Roboter gibt. Wo ihn an der Leine führt. Das ist du Fleisch. Ja, aber ihr dürft frei rumlaufen. Nein. Kann mal jeder von euch ein Gesicht machen, dass der Wolf Angst bekommt? Ja, Kind. Ach, es ist Frühling. Frühling, überall sprießt es, überall grünt es. Ja. Überall, nein, im Bundesbern zieht sich etwas Grünes den Frühling zurück, haben wir lesen. Die Regula Ritz, ja, tritt nach der Sondersession den Mai als Nationalrätin zurück. Die Regula Ritz, ja, die unkrönte Königin. Die Regula Ritz, Traumbundesrätin. Die Regula Ritz, seit 30 Jahren Hoffnungsträgerin von unzähligen Steinerschulen, Lehrkräften, Floristinnen und der Firma Birkenstock. Sie hört überraschend auf. Warum das denn? Ja, Regula Ritz ist erst gerade 60 geworden, also eigentlich blutjung für die Politik. Das ist eine Enttäuschung. Nach der grossen grünen Welle von 2019, die maßgeblich von ihr gesurft worden ist, schmeißt sie den Battle hin. Da werden einige, bin ich sicher, auch hässig werden. Schau dir mal den Balthasar Glättli zum Beispiel, wie der schon drauf war, wo die Regula nicht in den Bundesrat gewählt worden ist. Ich glaube eigentlich immer noch daran, dass Wahlen etwas verändern sollten, dass Bürgerinnen und Bürger einen Einfluss haben sollten. Dieser Mensch ist enttäuscht, ja. Ja, sehr enttäuscht ist der Mensch. Schau mal, wie der dort Mikrofon durchpflügt, oder? Unerbittlich, krass. Ja? Was hat der echt Hässiges gemacht, nachdem er von dem Rücktritt erfahren hat? Der Balthasar Glättli, wahrscheinlich zwei Tage seine Sonnenblumen nicht gegossen. Das Grünglas extra in den Braunglascontainer geschmissen, zum Trotz. Und dann ist er in den Wald gehen, Bäume schlagen, wahrscheinlich. Ja? Aber zu Recht, jetzt, wo alle Parteien so abserbeln, befinden sich die Grünen im Höhenflug. Obwohl die Regula Ritz selber ja nicht fliegt als Grüne. Ja. Wir wissen, die Grüne gumpet an die Macht. Quack, ne? Das wissen wir. Aber da hätte eben 2023 gleich etwas möglich werden können, das nur selten in der Schweiz vorkommt, als ein sanktionierter Oligarch oder eine Sichtung vom Gassis. Jemand Grünes im Bundesrat. Vielleicht könnte ja die Parteiführung der Ex-Bundesrat, ja, der SP-Bundesrat, Leuenberger rekrutieren. Der hat sich nämlich letztens als eigentlich grün geoutet, wenn ihr das gelesen habt. Ein Transgrüner, sozusagen. Der wird locker noch einmal in die Bundesrätin gewählt werden. Benny Thunherr soll ja auch noch einmal SRF-Quotenkönig werden, der Herbst. Da kann man das ja machen. Nachrücken im Nationalrat für die Regula tut übrigens Berner Grossrätin Nathalie Imboden. Die kenne ich gar nicht, Nathalie Imboden. Können wir die mal anschauen? Nicht, dass das auch noch eigentlich so eine FDPlerin ist. Okay, definitiv eine Grüne. Gut.
Und ähnlich radikal wie die Regula in ihren Forderungen. Ja? Nathalie, so hat sie vor ein paar Jahren sogar mit ihrem damaligen Arbeitgeberin, der UNIA, angelegt. Und die, um die patriarchalischen Strukturen dort, die hat sie abprangert. Ja, bei der UNIA hat sie das gemacht. Das ist etwa so, als würdest du als Betriebsleiter in der Glasi Hergiswil anfangen mit Bowlingkugeln jonglieren. Oder als würdest du als Moderator im SRF vor der Kamera sagen, dass wer auch immer den Entscheid gefällt hat, Benissimo wieder ausgraben, himmeltraurige Quote, geile Gottschalk wetten, das nachmache ich, ist Gott vertellisier. Was macht Regula Ritz eigentlich jetzt? Hallo SRF, wenn wir schon am Leichenflattern sind. Warum könnte man nicht gerade eine neue Sitcom mit der Regula Ritz, und Gerhard Pfister und Christiane Brunner in der Hauptrolle bringen? He? Fast der Bundesrat, das wär's doch, oder? Regula Ritz kehrt der Politik allerdings nicht ganz den Rücken, sondern sie will sich als Delegierte von der Europäischen Grünen mehr um die Europapolitik kümmern. Regula Ritz bleibt uns also erhalten, sie wechselt einfach die Bühne. Ja? Sie versucht es im Ausland. Ja? Sie will das Grüne einfach umtopfen, kann man so sagen. Aber vorher, Regula, würdest du echt noch in unser Freundebuch hineinschreiben? Hallo, mein Name ist Regula Ritz und ich bin die jüngste Fastbundesrätin der Schweiz. Mein Lieblingsbuch ist Harry Potter und die Zerstörung der Zauberformen. Das habe ich gern, hat Peri, Himbeere, Meertrübeli, einfach nicht Gossis, gell? Meine Lieblingsband ist Wasserkraftwerk. Mein Lieblingstier ist der Balthasar Glättli. Das vermisse ich. Vielleicht ein Bundesratsritz, Sitz. Das sammle ich, ja natürlich Pet, Alu, Altpapier, Karton und Speiseöl. Das ist ganz wichtig. Das wollte ich dir schon immer sagen. Schau die Freundebücher einfach nicht die beste CO2-Bilanz. Und zudem vermitteln sie den Eindruck, dass Freundschaft ein ökonomisches Gut ist, das man beliebig vermehren kann. Aber es ist einfach nicht so. Trotzdem, hier noch ein Foto von mir. Und jetzt einen schönen Abend. Regula Ritz im Deville Freundebuch. Apropos Europa, neidisch schauen wir alle über nach Frankreich. Warum? Dort ist einfach alles ein bisschen mehr Ulala. Sogar das Wählen ist in Frankreich verdammt sexy. Schließlich hat sich dort der beste, frisierte und eleganteste Politiker von ganz Europa zur Wiederwahl zum Präsident gestellt. Emmanuel Macron. Zum Vergleich. Das restliche Europa darf das hier wählen. Ja. Frankreich hingegen darf das hier wählen. Lala, sage ich da nochmal. Ganz viel zitterig ausgefüllte Wahlzettel sind garantiert in Frankreich. Nicht, weil die WählerInnen in Frankreich so alt werden wie bei uns, sondern vor purer Erregung. Ja. Heute am Sonntag hat der erste Wahlgang stattgefunden. Der ist wohl noch nicht entschieden bis jetzt, aber so wie ich die Franzosen können, ja, schätzen sie auch beim Wählen mehrere Gänge. Schließlich muss man dann das Gewählte auch ganze 5 Jahre lang verdauen. So lange dauert in der Grand Nation eine Amtszeit. 5 Jahre! Man nennt es auch einen französischen One-Night-Stand. Ulala! Aber komm, schauen wir mal unser französisches Wahlbistro an. Schauen wir mal, was hier so im Menü steht. So viel kann ich schon mal verraten. Die Wahl ist schon ein bisschen ein Déjà-vu. Das war schon wieder französisch, habt ihr das gemerkt? Also, mit dem liberalen Emmanuel hätten wir hier einen 5 Jahre gereiften Käse. Mit einer markanten Duftnote, sehr cremig. Ja? Gewisse Leute würden sogar sagen schleimig, die sich aber bestens zum internationalen Gericht eignen, ja sogar in Russland am Tisch sehr geschätzt wird, das Käse hier. Gegenüber haben wir mit der rechtskonservativen Marine Le Pen ein sehr weißer französischer Wein, wo zwar
schon ein bisschen Zapfen hat, ja. Aber wo man in Frankreich schon seit Jahren immer wieder gerne mal auftut, weil er einfach so schön schnell betrunken macht und immerhin von den echten Problemen recht gut ablenken. Gut, man muss sagen, ganz so reinhauen wie der Brandy aus der gleichen Kälterei, ja, tut er natürlich nicht. Der Jean-Marie Le Pen ist das. Schau mal, der hat sogar 88% gehabt. Krass, ja? Marine Le Pen übrigens nimmt, das ist noch interessant, den dritten Anlauf für das höchste Amt im Staat. Bis jetzt hat das nie geklappt. Sie ist also so ein bisschen eine ungute Mischung aus Regula Ritz und Magdalena Matullo-Blocher, ja? Einfach mit weniger Grün und noch viel schlimmeren Vater. Tatsächlich tritt Marine Le Pen laut der NZZ aber gemässigter auf als noch vor ein paar Jahren. Da kann man sich dann schon fragen, was heisst gemässigt bei so einer Rechtspopulistin wie Marine? Was möchte die für Plakate jetzt? Ausländer aus, aber kein Stress. Oder make Frankreich oulala again, eventuell. Nein, tatsächlich erscheint Marine einfach gemässigter, weil neben dem Weisswein und dem edlen Käse auch noch etwas anderes angeboten wird. Ja? Und zwar, schauen wir mal, eine echte französische Miesmuschel. Der verurteilte Rechtsextremist Eric Zemmour. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der schmeckt schon ein bisschen ungesund. Es geht darum, Frankreich zu retten. Darum habe ich entschieden, für die Präsidentschaft zu kandidieren. Damit unsere Kinder und Enkel die Barbarei nicht erleben müssen. Damit unsere Töchter nicht verhüllt, unsere Söhne nicht unterworfen werden. Haben Sie vielleicht gemerkt, die Miesmuschel wird serviert mit sehr, sehr viel brauner Soße oben drüber, ja? So, aber zurück zu Le Pen und Macron. Hätte es denn auch Vorteil, wenn die Marine Le Pen, wenn die gewählt werden, hätte es Vorteil? Ja, klar. Sie wäre die erste Frau an der französischen Spitze. Und das hat Frankreich dringend nötig, denn die letzte Frau in einer starken Führungsposition in Frankreich ist jetzt auch schon wieder 200 Jahre her, gell? Also, vraiment! Und auch für uns hat es Vorteil, wenn Le Pen gewählt werden. Endlich hätten wir Schweizerinnen und Schweizer einen richtigen Grund, die Franzosen zu hassen. Vorteil für uns mit Macron als Präsident: Der Gassis müsste sich nicht schon wieder einen neuen Namen merken. Das ist auch ein Vorteil. Gell? Aber egal, ob jetzt Frankreich im nächsten Gang zu Käse oder eher zum Weisswein tendiert, sie haben ein ganz anderes Problem, weil jetzt ist schon klar, das ganze Wahlbistro bekommt eine unglaublich schlechte Bewertung von der französischen Wählerschaft über. Vielleicht haben Sie es gelesen, es hat eine Studie gegeben, dass 26% von allen Befragten überhaupt nicht wählen wollen. Ja? 26%. Gut, 26% von den Franzosen gehen auch nicht duschen. Das wissen wir. Aber ich wollte das mal schnell mit einem Baguette veranschaulichen. Schauen Sie mal. Die fallen alle schon mal weg. Ja? So. Weitere 35% der Befragten wollen aus Protest einen ungültigen Wahlzettel abgeben. Schau mal, Südallor, schon wieder ein Drittel weg. Schau mal das an. Das ist doch krass. Also krass eigentlich. Und vom Rest haben überhaupt 4/5 sowieso kein Vertrauen mehr in die französische Politik. So, schau mal. Mit dem Rest von der französischen Demokratie kann man höchstens noch Lienten füttern. Das, Madame et Monsieur, ist die politische Lage in Frankreich. Vom Baguette zum Croissant. Ja, hart, auf jeden Fall. He? Nein, vom Baguette zum Crouton. Eigentlich. Crouton ist auch französisch. Südallor. Hulala. Wie nennt man das, wenn man zwangshaft immer wieder französische Wörter muss benutzen in der Öffentlichkeit? Baguette-Syndrom, richtig. So. Für unsere Politik in der Schweiz hingegen längen so ein Stückchen. Ja? Dazu noch 7 Bundesratsgabeln, die irgendwo in einem Käse rumstochen und fertig ist Fondue. So. Bei uns hingegen haben wir andere Probleme. In Zukunft wird es schwierig werden, vor dem Geschäftsmeeting noch schnell eine Ladung 60 Grad Unterwäsche durchzulassen. Weil, was haben wir noch lesen die Woche? Viele ArbeitgeberInnen haben die Schnauze voll vom Homeoffice und wollen ihre Angestellten wieder zurück im Grossraumbüro haben. Könnte schwierig werden, weil bei den meisten Angestellten, könnte ich mir vorstellen, ist der Zoom-Hintergrund unterdessen wahrscheinlich gar kein Effekt mehr. Die sind mittlerweile wirklich in Thailand, ja? Im Homeoffice. Ja? Ich kann die ArbeitgeberInnen nicht verstehen. Homeoffice ist doch extrem produktiv. Was man hier alles schafft. Ja? Kochen, Hausaufgaben kontrollieren, mit dem Hund laufen. Also ich habe richtig, richtig hart gebügelt im Homeoffice dazu mal.
Aber es geht laut dem Bericht aber nicht um Produktivität. Chefs und Chefinnen befürchten, dass sie den sozialen Kontakt mit den Mitarbeiterinnen langsam würden verlieren. Genau, es wäre doch enorm schade, wenn die enge Bindung zwischen CEOs mit Jahresgehältern im siebenstelligen Bereich zum einfachen Angestellten würden leiden. Weiss ich auch selber, wie schön sind die Zeiten vor Corona, wo von jeder Aufzeichnung noch Nathalie Wappler mit meinem selber gemachten Gutzli vorbeikommen ist. Ah. Und hat auch nicht der FIFA-Präsident Infantino immer so schön in der grossen Pause Fußball gespielt mit der Bauarbeitersklave in Katar? Ja, oder? Nein, das stimmt natürlich nicht, habt ihr gemerkt. Ja. Bauarbeitersklave in Katar haben natürlich keine grosse Pause, ist ja klar. Ich glaube allerdings, der Grund, dass sie es nicht so gut finden, ArbeitgeberInnen, er liegt woanders. Gerade vor der Pandemie haben doch die wirklich so in Büroeinrichtungen haben die investiert, oder? So viel da. Denkt mal an die Google-Büros. Ping-Pong-Tisch, Bällebad, Pflanzenasen. Ich meine, super. Wer die geschafft hat, hat gar nicht gemerkt, dass er eigentlich schon 75 Überstunden gemacht hat. Das war toll für die Chefs. Deswegen gilt jetzt bei Google, seit dem 4. April muss man 3 Tage pro Woche ins Büro arbeiten. Schock für sehr viele Google-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Nach so vielen Monaten mussten die meisten erst mal googeln, wo ihr Büro überhaupt ist. Aber am meisten gelitten unter dem Homeoffice haben ganz andere. Wie lange haben wir jetzt eigentlich noch Homeoffice? Ich hätte ja nie gedacht, dass ich mich so freue, endlich wieder ins Büro zu kommen. Also, ich bin mega produktiv. Gang doch einmal sonst mit dem Hund laufen oder ein bisschen auf den Balkon raus. Also, ich muss weitermachen, bis später. Dann Hund zu tun. Schon klar. Sims. Jetzt habe ich ja ewig nicht mehr gespielt. Ob das echt läuft auf diesem Betriebssystem? Und mit wem schwätze ich eigentlich? So, wie ist es echt mit meinen Sims ergangen nach all diesen Jahren? Hey, nein! Ehrlich, so eine krasse Wohnung am Start gehabt, mit Balkon und allem, oder was? Und die sind älter geworden? Wie ist denn das möglich? Röhrenfernseher ist ein riesiger Flatscreen. Hey, nein, sogar die haben den Hund. Jetzt nicht mehr. Hey du, ich habe dir gerade schnell die 318.75 Formular geschickt. Kannst du mir schnell drüber schauen, bitte? Ist gut. Okay, merci, danke, bis später. Ciao. Ist er weg? Ja, er ist weg. Oh Mann, jetzt haben wir 20 Jahre lang Ruhe gehabt und jetzt das wieder. Wir haben gewusst, dass das immer passieren kann. Ja, schon. Aber schau mal, was wir uns da alles Tolles aufgebaut haben in den letzten Jahren. Wenn der wüsste, wie viele Bitcoins wir gemacht haben, Onion. Sag dir, jetzt geht's zu den Berg. Ach komm, vielleicht hätte er nur schnell reinschauen. Leica? Hast du die Leica gesehen? Siehst du, es wird schon komisch. Oh Mann, wieso kann ich nicht einfach Fortnite spielen, wie alle 35-jährigen Kindsköpfe? Komm, beruhig dich. Vielleicht hat er sich verändert. Ich meine, er ist kein gestörter Teenie mehr. Du hast recht. Er ist jetzt erwachsen. Nein, er kommt schon wieder. Hey, 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 nicht streiten. Wir sind lieb zueinander. Sehr lieb. Oh nein, ich muss dich küssen. Jetzt! Hör auf, du Perversling! Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Ich habe es schon 100 Mal gesagt, wir sind Geschwister, die! Ja gut, mit diesen schicken Kleidern kommt ihr ja nicht in Stimmung, he? Oh. So kann ich nicht mehr aus dem Haus. Ja, deine Probleme warte ich auch. Hallo? Bleib da! Oh, WC-Alarm. Oh, ja gut, da kannst du natürlich jetzt gehen. Aber nicht vergessen, etwas zum Lesen mitnehmen. Oh nein! Was ist das? Hey, Papa, ist es? Ha, ha, das Schiff drin in die Hose. Langsam komme ich da wieder voll in Fahrt. Jetzt sitzt du aber nicht mit der vollbissel Hose aufs Sofa. Es kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. Ich schaue jetzt einfach ein bisschen Fernsehen. Tipptopp, sehr schön. Aber der Mondrian, der ist gelaufen. Ja, zum Glück hat der Double keine Ahnung von Kunst. Schöner Rolf Knieder. Yeah. Du schätzt ihr den Rolf Knie etwa nicht? Dann heize ich euch jetzt mal richtig ein. Da! Ich muss, glaub ich, anzünden. Aber ich warte nicht. Ich muss! Ich muss! Der Wohnzimmer! Der Wohnzimmer! Der Wohnzimmer ist on fire! Burn, motherfucker, burn, burn! Burn, motherfucker, burn, burn!
Ja, hallo? Hey, du, good news. Homeoffice-Pflicht ist aufgehoben. Morgen sehen wir uns im Büro. Pack deine Sachen. Was? Nein, aber hey, ich war so produktiv im Homeoffice. Nein, ich wollte bleiben. Sorry, das bestimmst ganz sicher nicht du. Oh, was kommt da rein? Ist es etwa ein Fax? Wer hätte das gedacht? Was steht denn da? Es ist wunderbar. Hörst du, da steht schon 700 Geflüchtete, ja, aus der Ukraine haben Unterschlupf in der Schweiz gefunden. Also, ich rede von geflüchteten Haustieren, die mit ukrainischen Familien mitgeführt worden sind. Da im Tag zum Beispiel ein Bild vom Kätzchen Kleopatra mit der Familie. Das Bundesamt für Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit hat, ja, kann man sagen, die Leine ein bisschen Luck gelassen, was die sonst sehr strengen Quarantänemassnahmen für Haustiere angeht. Angesichts der humanitären Krise werden die Vorgaben für die Einreise von Hunden und Katzen, die Flüchtende aus der Ukraine begleiten, vorübergehend gelockert. Ja, das ist doch toll. Gut, ganz ehrlich, wenn ich als Geflüchteter würde merken, dass sich das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit um meine Katze kümmern würde, dann wäre ich ein bisschen misstrauisch. Gerade in der Schweiz. Ich habe schon Katzen. Ich bin auch viel in der Natur rum, auch bei den Bauern. Zu Kienz, im Hogarobonet, auch Hundefleisch geräuchert. Das ist besser als Moschbröckli. Das ist alles essbar. Ja, ist doch alles essbar. Also alles reinlassen. Wir haben mit den ukrainischen Büsis, Hunden und Meersäulen. Nein, ist ein bisschen fies, so etwas zusammenhangslos in Raum zu stellen. Natürlich will der Bund mit dieser Sonderregelung den geflüchteten Menschen möglichst viel erleichtern, wenn sie zu uns kommen. Und auch die Bevölkerung öffnet nicht nur ihre Herzen, sondern auch ihre Türen zu ihren Wohnungen und Ferienhäusern. So sind über 70'000 Betten von privaten Haushalten zur Verfügung gestellt worden. Die Gastfamilien, die sind für uns ideal, weil sie natürlich diese Wärme, die ihnen jetzt in letzter Zeit gefehlt hat, geben können und sie in den Alltag integrieren, begleiten und unterstützen. Ja, hi. Und Wärme haben wir Schweizerinnen und Schweizer anscheinend plötzlich sehr viel zu geben für die Geflüchteten. Gerade wahrscheinlich nach dem Kuschelverbot in den vergangenen Lockdowns. Ja? Bei so viel Wärme und Solidarität hat dann auch die Schweizerische Flüchtlingshilfe Bevölkerung regelrecht müssen zurückpfeifen. Wir raten deshalb dringend davon ab, das ist uns auch ganz wichtig, dass Gastfamilien aus Ungeduld direkt an Bahnhöfe gehen, um Geflüchtete abzuholen und bei sich unterzubringen. Ja, oh, da sind sie aber traurig, die Gastfamilie. Oh, keine geflüchteten Füße. Aber können wir wenigstens schon mal das Büsi mitnehmen? Aber spannend, oder? Woher kommt plötzlich der Wille, Menschen in Not bei sich aufzunehmen? Bei den Schweizer und Schweizerinnen. Sind es vielleicht Bilder aus der Ukraine auf allen Kanälen, die uns im Minutentakt quasi erreichen? Oder ist die Erinnerung, wie die Welt, ja, auf die Schweiz in Bezug auf unsere Asylpolitik geschaut hat in den letzten Jahren? Der ist nämlich getitelt worden: Switzerland, Europe's Heart of Darkness. In der Schweiz herrscht ein unterschwelliger Rassismus. Rassismus? Ah, doch nicht bei uns. Nein. Also, komm, ganz schnell alle Büsse reinholen und den Status S ausrufen. Ah, der hochgelobte Status S. Der Bundesrat hat darum heute entschieden, erstmals überhaupt den Schutzstatus S einzuführen. Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind, erhalten damit rasch und unkompliziert Schutz bei uns. Der Schutzstatus S gilt heute ab Mitternacht. Ab Mitternacht? Ich merke fast wie bei Cinderella, oder? Ja? Dann verwandelt auch in KKS alle Geflüchteten aus der Ukraine in, ja, fast richtige Schweizerinnen mit ganz viel Recht und so weiter. Toll. Aber keine Minute früher. He? Da sind wir korrekt. Ab Mitternacht. Was ist eigentlich der Schutzstatus S? Was kommen da vom Bund grossartig über? Wahrscheinlich ein überlebensbüchs Aromat, 100 Cumuluspunkte und ein Appenzeller Kochbuch, um ein Haustier schnell und einfach zuzubereiten. Nein, natürlich nicht. Geflüchtete mit Status S müssen kein mühsames Asylverfahren durchlaufen. Sie dürfen sich direkt Arbeit suchen. Kinder können in die Schule und Familiennachzug aus dem Kriegsgebiet ist ab sofort möglich. Außerdem können sie Sozialleistungen beziehen. Also alles Sachen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten für alle Geflüchteten in einem wohlhabenden Land wie der Schweiz. Und alle, die jetzt schon wieder ins dichte Stressfieber reinkommen, nein, keine Angst. Ja. Natürlich dürfen Geflüchtete mit dem Status S trotz allem nicht den Wäschküchenschlüssel verwalten, Trumpf beim Jassen ansagen oder Laubbläser am Morgen um 7 Uhr einsetzen. Nein, natürlich nicht. Ja. Das ist nur ein waschechter Europass, Schweizer und Schweizerinnen vorenthalten. So viel Ordnung muss also noch sein.
Wie sieht es denn mit der finanziellen Unterstützung aus? Wenn zum Beispiel jetzt Geflüchtete bei so Privatleuten unterkommen, wie viel Geld gibt es denn da? Was gibt es überhaupt außer dem Status S vom Bund? Was aber ist, ist, dass ein Betrag ausgerichtet wird an die Geflüchteten, die von der Sozialhilfe unterstützt werden. Das ist aktuell 100 Franken pro Monat und Person. Habt ihr gemerkt? 100 Franken pro Monat, ja? Fast ein freudiges Versprechen vom Leiter vom Sozialamt Basel-Land, aber nur fast. Weil 100 Franken gibt es natürlich nicht pro Tag, auch nicht pro Woche, sondern 100 Franken pro Monat. Das sind immerhin grosszügige 3.30 Franken pro Tag. Ich meine, es reicht nicht mal für das Katzenfutter. Hm? Tatsächlich hängt es aber vom Kanton ab, wie viel Geld eine geflüchtete Person pro Monat bekommt. Meistens ist es etwas zwischen 100, im besten Fall 350 Franken. Also weit unter den 400 Franken pro Monat, die von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe empfohlen werden. Ist das normal? So wenig Geld gibt es nur? Wieso denn? Dazu noch eine Leiterin von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Die Asylsozialhilfe ist in der Tat sehr tief. 40% unter der regulären Sozialhilfe. Aber das ist politisch so gewollt. Die tiefe Asylsozialhilfe ist die Folge der kontinuierlichen Abbaupolitik in Kantonen und Gemeinden in den letzten Jahren, mehrheitlich basierend auf Vorstößen der SVP. Was? Was? Wegen der SVP? Ist das wirklich wahr? Hä? Wegen der SVP sind in den letzten Jahren Gelder bei der ärmsten laut der Flüchtlingshilfe abgebaut worden. Das ist doch unglaublich. Jetzt bin ich enttäuscht von der SVP. Also wirklich, die SVP, die mit ihrer Nationalrätin Martina Bircher sättige Vorschläge zur Ukraine-Krise macht. Dass man jetzt wirklich die Plätze, die dann benötigt werden, auch schafft, indem dass man noch mal schaut, zum Beispiel Tunesien und andere Länder, ob man jetzt wirklich diese Leute nicht zurückschaffen kann. Ja, richtig gehört. Ukraine kann man sehr gerne liefern, aber dafür ein paar Tunesier wieder zurückschicken. Ich denke, Martina hat wieder mal ein bisschen zu viel bei Zalando geshoppt. So, das war kein Zalando-Schrei, man tut einfach das Hirn weh auf solche Aussagen. Der Schutzstatus S ist eigentlich bereits 1996 während der Wehr in Ex-Jugoslawien beschlossen worden, um akut bedrohten Menschen aus Kriegsgebieten schnell und unkompliziert Hilfe zu leisten. Also in dem Fall allen Kriegsgeflüchteten nach 1996, oder? Und zudem hat es ja einige Kriege gegeben. Zählen wir mal auf. Der erste Kongo-Krieg, der Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien, der zweite Kongo-Krieg, der Krieg in Tschetschenien, der Dagestan-Krieg, der Krieg in Afghanistan, Irak-Krieg, Darfur-Konflikt, Krieg in Jemen und in Tschad, Libanon-Krieg, Krieg in Libyen, ja, der Krieg an der Elfenbeinküste, warum nicht, bewaffnete Konflikte in Sudan oder auch der Kriegsklassiker schlechthin, der Syrien-Krieg. Und wie manchmal ist der viel gelobte Status S bisher für Geflüchtete ausgelöst worden? Der Bundesrat hat darum heute entschieden, erstmals überhaupt den Schutzstatus S einzuführen. Ja, zum ersten Mal überhaupt. Das erste Mal, dass der Bundesrat seinen Zauberstab geschwungen hat. Bei allen anderen Kriegen hat man das anscheinend nicht für nötig gehalten. Es haben also seither wahrscheinlich schon mehr wahnsinnige Präsidenten überlegt, Atomkrieg auszulösen, als der Bundesrat den Status S für Geflüchtete. Warum erst jetzt im Ukraine-Krieg? Also nicht falsch verstehen, es ist wichtig und richtig, dass Kleopatra und die Familie aus der Ukraine herzlich aufgenommen werden und dass ihnen eine Sicherheit gegeben wird, ja, in Zukunft mit Schule und Arbeit. Aber warum denn sitzt zum Beispiel diese Familie da aus Eritrea seit 7 Jahren in der Schweiz fest, ohne Chance auf Arbeit oder Ausbildung? Wieso? Okay, die haben kein feines Büsi dabei, ich sehe es. Ja? Nein, weil ihnen der Status S eben nicht zugestanden wird. Aber wieso denn nicht? Dazu hat Ines Matthäus von der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen. Als vor kurzem Menschen aus Syrien an der geschlossenen polnischen Grenze erfroren, herrschte hierzulande eher die Haltung, das gehe uns nichts an. Offenbar spielt die Herkunft der Geflüchteten eine Rolle dabei, ob wir eine geografische Nähe spüren oder nicht. Das ist Rassismus. Da ist er wieder, der alte, unbeliebte, hinkende Onkel Rassismus. Hä? Trotz Status S und einem politischen Katzentürchen in unser Land. So blöd. Aber geht das überhaupt juristisch? Sind nicht alle Menschen in der Schweiz gleich zu behandeln? Fragen wir mal jemanden, der rauskommt. Michel Kalt. Michel, ukrainische Geflüchtete werden anders behandelt als zum Beispiel eritreische Geflüchtete. Gilt denn in der Schweiz nicht das gleiche Recht für alle? Jein, wir haben in der Schweiz den sogenannten Gleichheitsgrundsatz. Gleiches ist nach Maßgabe seiner Gleichheit gleich, ungleich ist nach Maßgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandeln. Schön, gell?
habe ich mit 7 als Samichlaus-Versli aufgesagt. Ja, aber mit dem Satz kann man ja eigentlich jede Ungleichbehandlung rechtfertigen. Man könnte zum Beispiel auch sagen, du, nur Männer haben Hüden, ja, also müssen auch nur Männer Steuern zahlen. Nein, Dominik, nicht alle Sex sind gebührenpflichtig. Außerdem muss ich dich rügen. Deine Sprache ist nicht sehr inklusiv. Es gibt auch Männer ohne Eier. Vor allem bei uns im Bundesrat. So, jetzt hör auf mit dem Eiertanz. Ostern ist erst nächste Woche. Erklär mir doch jetzt mal bitte den Gleichheitssatz. Der Staat darf Menschen nur unterschiedlich behandeln, wenn es dafür einen vernünftigen Grund gibt. Ich bin zum Beispiel extrem kurzsichtig. Ich darf darum im Gegensatz zu anderen Leuten nur mit einem Brillenauto fahren, weil ich ohne auf der Straße eine Gefahr für die Allgemeinheit bin. Mit Brille bin ich auf der Straße auch eine Gefahr für die Allgemeinheit, aber das tut nichts zur Sache. Kannst du jetzt mal vielleicht ein klares Beispiel geben, wo gesetzliche Ungleichheit zwischen Nationalitäten besteht? Na ja, Angehörige von bestimmten Staaten, zum Beispiel Türkei, Sri Lanka oder auch Serbien, die dürfen von Gesetzes wegen keine Waffen erwerben. Egal zu welchem Zweck und egal wie unbescholten sie sind. Das ist schon ungerecht. Ich habe persönlich viel weniger Angst vor einem 30-jährigen Türk, der im Schützenverein hobbymässige Beretta abführt, als vor einer 70-jährigen Schweizerin, die unbeaufsichtigt mit einem Facebook-Account spielt. Ja, okay. Wenn man jetzt aber den 70-Jährigen Facebook verbieten würde, dann hätten wir bei Deville überhaupt keine Fans mehr. Das wäre auch schade. Aber zurück zu den Geflüchteten. Was rechtfertigt denn die Unterscheidung zwischen den Nationalitäten? Ist es wirklich Kultur? Gemäss Asylgesetz muss die Schweiz nur Schutz bieten, wenn jemand vor Krieg oder Verfolgung flüchtet, aber nicht, wenn jemand nur versucht, vor Armut zu entkommen. Wobei wir ja da auch nicht so konsequent sind. Da in Zürich zum Beispiel gibt es trotz grossen kulturellen Unterschieden nur sehr wenig Widerstand gegen Wirtschaftsflüchtlinge aus Bern. Es gibt also schon gleiches Recht für alle Geflüchteten, aber nur solange sie Schweizer sind. Danke, Michelle, für die gleichwertige Einschätzung. Danke. Aber es tut doch gut zu wissen, wir Schweizer und Schweizerinnen haben eben immer den Status S. Einfach den Status super. Ja? Gut, vielleicht nicht immer im Ausland. Aber was wollen wir auch dort? Wir haben ja das Dessin, gell? Das war es von uns. Kommen wir Ostern in die Stau auf eurer Flucht vom Familienschlauch. Und nicht vergessen, Deville kommt das nächste Mal ausnahmsweise erst am Ostermontag wieder. Ulala, bis dahin. Ciao zusammen. Gute Nacht.